die Tigertatzen formen mit den Krallenkräften und der Dreieckskraft in der Handfläche zwischen Daumen, Kleinfinger und Zeigfinger Grundgelenken. Den rechten Fuß eindrehen, Gewicht rechts, Bogenschritt links. Mit der Ferse aufsetzen. Das Gewicht verlagern auf vorne 70, hinten 30. Das Gewicht wieder zurücknehmen, den Fuß zurückstellen, den rechten Fuß wieder ausdrehen. Den linken Fuß eindrehen, Gewicht links, Bogenschritt rechts, das Gewicht verlagern. Vorne 70, hinten 30. Das Gewicht zurücknehmen. Den Fuß langsam wieder zurücksetzen. In die Mitte kommen. Den rechten Fuß eindrehen, Bogenschritt links. Tigertatzen schieben eine Spur nach innen, nach vorne, dann einen Bogen nach außen. Wenn das Gewicht zurückkommt, ziehen auch die Tigertatzen zurück und machen den Bogen wieder nach innen. Einen Kreis zeichnen mit den Händen nach innen und vorne, nach vorne und außen, nach außen und hinten, nach hinten und innen.